Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde es auch ein bisschen bedauerlich, dass ich nach Herrn Bischof sprechen muss und nicht nach Herrn Müller sprechen darf, denn auch ich bin natürlich sehr gespannt darauf, wie Sie sich da positionieren, warum Sie diesem Antrag heute leider nicht zustimmen können. Ich glaube, dass eigentlich in diesem Haus auch über die Sportfraktionen hinweg große Einigkeit besteht, dass das Projekt Jugend trainiert für Olympia und auch das Projekt Jugend trainiert für Paralympics ein sehr sinnvoller sportlicher Wettbewerb ist, ein toller Wettbewerb ist für Jugendliche und sie auch noch mal weiter motivieren soll, vielleicht auch die Leistungssportlaufbahn einzuschlagen. Und ich glaube, dass wir in dieser vielbeschworenen Sportfraktion gut daran getan hätten, uns miteinander zu einigen. Denn ich meine, wir sind uns auch immer einig in der Frage, dass wir das wichtigste Sportland sozusagen in Deutschland sind, eines der erfolgreichsten Sportländer. Und dazu gehört natürlich auch, dass wir miteinander verantwortlich den Nachwuchsleistungssport fördern. Und dazu gehört eben auch, dass wir unseren Athletinnen und Athleten die Chance geben wollen, an diesem Bundesfinale in Berlin teilzunehmen. Rainer Bischof hat schon ausgeführt, es gibt dieses Bundesfinale seit 1969. 800.000 Schülerinnen und Schüler sind jedes Jahr dabei in den Vorqualifikationen bis hin dann die 8.500, die jedes Jahr nach Berlin fahren. Für die ist das, glaube ich, eine ganz tolle Erfahrung. Ich finde es besonders schön im Sinne der Inklusion, über die wir ja auch schon vielfach debattiert haben, auch und gerade im Bereich des Sports, dass seit 2013 das ein inklusives Finale ist, also parallel findet das Bundesfinale von Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics statt. Es ist sehr schön, es wäre sehr, sehr schade, wenn wirklich bei einer so geringen Summe, die, glaube ich, den Bundeshaushalt nicht sanieren wird, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, wenn aufgrund einer solchen kleinen Summe diese tolle Gelegenheit, auch inklusiv Sport zu treiben, ein wichtiges Signal zu setzen, einfach so aufgegeben werden würde. Denn ich glaube, wir sind uns auch einig, dass die Einstellung der Finanzierung durch den Bund dazu führen wird, dass die Konsequenzen eintreten, wie Herr Bischof sie gerade ein bisschen drastisch beschrieben hat. Wir machen sozusagen die Qualifikation, aber die WM fällt aus, weil sie keiner mehr bezahlen will. Im Falle der WM mit den horrenden Kosten könnte man sagen, das wäre unter fiskalischen Aspekten vielleicht sogar sinnvoll zu sagen, na, das machen wir diesmal nicht, da könnten wir in Brasilien Schulen bauen. Aber bei dieser Maßnahme, die sich an Kinder und Jugendliche richtet und wirklich auch gar nicht so viel Geld kostet, glaube ich, ist das eine völlig verfehlte Sparmaßnahme. Wir sind deswegen sehr froh, dass sich die Fraktionen von FDP und Piraten unserem Antrag angeschlossen haben. Ich glaube, das zeigt, dass es sich hierbei in der Tat nicht um eine Frage der politischen Farbenlehre handelt, sondern es handelt sich darum, dass wir dazu stehen, dass Bund und Länder gemeinsam die Verantwortung tragen für den Nachwuchsleistungssport in Deutschland und dass wir dem auch gerecht werden wollen. Ich glaube, das zeigt auch die Bundesratsinitiative, die ja nicht nur von Nordrhein-Westfalen ausging, sondern der sich auch andere Länder angeschlossen haben. Es geht hier nicht um die Frage Rot, Grün, Gelb, Orange oder Schwarz, sondern es geht um die Frage, wollen wir daran festhalten, dass wir gemeinsam mit Bund und Ländern den Nachwuchsleistungssport in Deutschland fördern und einen Beitrag dazu leisten. Und ich weiß, Herr Müller, das ist Ihnen ganz besonders wichtig, dass wir auch weiterhin gute Athletinnen und Athleten haben, die fähig sind, vielleicht auch Medaillen nach Deutschland zu holen. Aber dafür brauchen wir eben auch den Nachwuchsleistungssport und dafür brauchen wir auch dieses Bundesfinale. Es wäre sehr, sehr schade, wenn das jetzt gestrichen wird. Und ich bin sehr gespannt darauf, wie Sie das begründen werden, warum Sie dem nicht zustimmen können. Ich glaube eigentlich, dass das etwas ist, was auch Ihnen am Herzen liegt. Schade, dass Sie sich nicht dazu durchringen konnten, irgendwie mit auf den Antrag zu kommen. Vielleicht können Sie sich ja noch zu einer Zustimmung durchringen. Das wäre sehr schön und ich glaube, im Interesse des Sportlandes NRW. Danke.